Ja, also die nächste Geschichte ist ziemlich spannend. Halten Sie sich am Stuhl fest. Ja. Sie ist der Beginn eines Romans. Mein Leben ein Gefängnis. Ich stehe am Fenster, fühle mich einsam und sehe eine Mauer. Ein Gewitter zieht auf. Ich will raus in den Regen, aber ich kann nicht. Eine kalte Hand kommt von hinten und legt sich auf meine Schulter. Mir wird es kalt. Ein Schauer läuft über meinen Rücken. Ich gehe meine Zähne putzen. Im Bad ist das Licht an. Ich schaue in den Spiegel, doch ich sehe nur das Badezimmer und einen Schatten. Ich will wissen, wer das ist. Aber eine kalte Hand zieht mich in mein Bett und ich schlafe sofort ein. Ich fühle mich, als ob ich in einem Gefängnis bin. Ich werde immer von einer kalten Hand angefangen und sehe einen Schatten. Deswegen vermute ich, dass es zwei Personen sind. Ich will zu meiner Mutter fahren, packe meine Sachen und will los. Ich sitze im Auto und denke nach, was ich für ein Haus besitze, wie düster es aussieht. Ich mache das Auto an, aber es funktioniert nicht. Ich steige aus und mache die Motorhaube auf. Es qualmt so viel, dass ich 2 Stunden warte. Ich traue mich nicht mehr in mein Haus. Irgendwann werde ich es verkaufen, dachte ich mir. Ich machte die Motorhaube zu und versuche, wieder das Auto zu starten. Und es funktioniert. Ich fahre los, doch ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich überlege. Dann fällt mir ein, dass ich ein Navi habe. Dort, wo es immer ist, liegt eine Puppe. Die Puppe wurde aufgespießt. Ich versuchte, mich zu erinnern, wo meine Mutter wohnt. Dann fuhr ich los. Und nach 5 Stunden kam ich endlich an. Ich hatte einen Schlüssel dabei. Machte die Haustür auf und sehe meine Mutter aufgespießt. Ich rufe die Polizei und sie nehmen mich fest. Man denkt, ich hätte meine Mutter umgebracht. Der Richter entscheidet, dass ich für 5 Jahre hinter Gittern muss. Ich will nicht ins Gefängnis, muss aber. Es gibt keinen anderen Weg. Ich sehe im Gefängnis immer den Schatten und fühle die kalte Hand. Die Ärzte sagten, ich sei psychisch am Ende und verrückt bin. Ich komme in die Irrenanstalt. Dort werde ich für blöd gehalten. Ich überlege, dass ich einfach ganz normal bin und Fragen beantworte, die Ärzte mir stellen. Ich komme nach 2 Monaten heraus, fahre mit meinem Auto nach Hause und überlege, den Täter zu finden, der meine Mutter getötet hat.